Alter Schwede, ist das gut erzählt. Ist das gut erzählt. Jetzt mal hier entlang nochmal. Boah, ich weiß gerade gar nicht, was ich sagen soll. Eigentlich muss ich das so stehen lassen. Huch. Okay, da war ein Stern. Habe ich gar nicht gesehen. Dann lohnt es also doch mal, abseits des Weges zu schauen. Es geht ziemlich weit hier. Alter Schwede, ist das gut erzählt bisher. Ich glaube, wir sind auch schon ziemlich am Ende der Geschichte. Man muss ja auch immer denken, wir spielen hier einen Fuchs und erleben eigentlich eine Geschichte, die jetzt nur sehr indirekt mit dem Fuchs hier zu tun hat. Klar gibt es Parallelen, natürlich. Aber die eigentliche Geschichte wird eigentlich nur durch die Sprache erzählt. Okay, was haben wir hier? Zeichnungen. Ich glaube, hier ist so ein Secret, wo wir hier gefunden haben. Ich bin ein bisschen stolz. Okay, Hase, Tiere. Also Tiere haben wir ja gerade schon gesehen, die sehr wichtig sind. Okay. Könnten vielleicht auch die Entwickler sein auf dem Bild, ich weiß es gar nicht. Oder, ja, Familie des Entwicklers, das ist schon nur eine Person. Ja, Entwickler passt da nicht, aber... Schön, das hier entdeckt zu haben. Das sind auch schöne Bilder tatsächlich. So, ich gehe jetzt nochmal auf die andere Seite vom Weg. Vielleicht gibt es dort auch nochmal was zu entdecken. Also es lohnt sich wirklich jetzt hier auch mal abseits des Weges zu schauen. Und jetzt nicht nur wegen solchen Sternen, das finde ich gut tatsächlich. Man hätte es auch einfach nur zum Sammeln dieser Sterne noch ein bisschen was außerhalb des Weges einbauen können. Aber jetzt hier diese Bilder zum Beispiel, die hängen natürlich auch mit der Geschichte zusammen. Also hier wird Erkunden wirklich auch belohnt. So, ich guck mal da drüben noch, bevor ich da weitergehe. Auch wenn das jetzt nicht wirklich spannend ist, hier zu laufen. Es ist doch irgendwie... Also... Es ist schön. Es ist einfach nur schön, hier zu laufen. Der Musik zu lauschen und gleichzeitig versuchen, diese Geschichte, die gerade erzählt wurde oder noch immer erzählt wird, zu begreifen, zu verstehen. Braucht einfach vielleicht auch ein bisschen Zeit, tatsächlich. So geht es mir immer, je länger ich über etwas nachdenke, umso intensiver wird das Erlebnis dann auch. Und da haben wir tatsächlich noch ein Stern gefunden. Okay, aber was das jetzt sein soll, weiß ich nicht.
Ja, wir waren auf der Suche ganz lange nach unserem Vater, um dann letztlich festzustellen, dass er wohl nicht mehr lebt. Vielleicht haben wir es ja auch von Anfang an schon gewusst, wollten vielleicht auch nicht wahrhaben und haben begriffen, dass das Leben viel zu kurz ist, um es einfach so zu verschwenden. Na, komm. Wunderbar. 86. Keine Ahnung, ob das viel oder wenig ist. Genieße das Leben. So wie es ist und... Ja gut, es hilft jetzt auch nichts, sich Vorwürfe zu machen, wenn irgendeiner einen Fehler begangen wurde. Aber... Naja, im Idealfall sollte es gar nicht so weit kommen. Wow. Okay. Du bist nicht so allein, wie du denkst. Das wird dir nochmal eindrucksvoll dargestellt. Ist das gut? Ja, und die Füchsin, oder Fuchs, wo wir hier spielen, hat ihre zwei Kinder verloren. Es gibt wohl nichts Schlimmeres als Eltern, das eigene Kind zu verlieren. Und es können auch nur wenige, zum Glück nur wenige, behaupten, die Erfahrung gemacht zu haben. Normalerweise sollte ein Kind niemals vor den Eltern sterben. Huh. Sorry, wenn ich gerade so wenig rede, aber zum einen denke ich nach und zum anderen finde ich das wahnsinnig schön, diese Atmosphäre hier zu genießen. Ich weiß nicht, ob das Play dadurch langweilig wird oder nicht, aber ich bin gerade mittendrin. Okay, zum Abschluss noch eine kleine Jump'n'Run-Einlage. Mal gucken, ob wir die hinkriegen. Wohin den Berg runter, das war ja nicht so schön. So, da habe ich kein einziges von den Sternen eingesammelt. Da hat man auch wirklich nur einen versucht. Das war... Nein. Ich konzentriere mich mal kurz, bis ich oben bin. Einen Moment. Komm schon. So, 93. Kriegt man die 100 noch voll? Kann man da nach unten schauen, aber da sieht man immer viel mehr. Okay. Das ist echt schön designt, muss ich sagen. Okay. Irgendwie habe ich Angst, was jetzt kommt. Okay, es geht einfach weiter und es... The fox knew her last cub would be waiting for her at the first tree. She was almost there. The rain cascaded onto the jade valley where the entrance to the tree was. Life was protected there, because that's where life began.
It was now only a mother and a daughter left. Items from my life still dotted the ground as she moved closer to her destination. And destiny. Wieder eine Errungenschaft. 100 Sterne gesammelt. Müssen wir jetzt wirklich da runter? Okay. Gut, dann sind wir unten. Was war hier? Ich hier noch. Da ist ein Loch. Okay. Ich weiß nicht, ob wir hier irgendwas finden. Ich glaube eher nicht. Nein. The first tree. Dahin sind wir wohl auch auf dem Weg. Aber die Parallelen sind doch deutlicher als ursprünglich vielleicht auch gedacht. Es ist auf jeden Fall eine sehr besondere, aber sehr, sehr stimmungsvolle Erzählweise. So. Okay, da geht's hoch. Da haben wir tatsächlich noch mal einen Teil der Geschichte. Hätte ich jetzt nicht mehr erwartet. Nehmen wir natürlich noch mit. Oder der Unterhaltung vielmehr von At the end of high school, I felt something I hadn't felt in a long time. Drive. I looked into the best architecture schools on the West Coast, then got a dose of reality when looking at other students' portfolios and the high cost of tuition. I still wanted to be something, to be the next Alvaro Siza. And to make those thousands of sketches worth something in my grand history. But now even an internship sounds impossible. Siza helped me understand how essential emotion is in architecture. And he also said light is the real composer of space. I like to think these glints of light, like not finding a job, or even a strange dream about a fox, are something I should be thankful for. Even if the illuminated space is something I'm less than comfortable with. Einen seltsamen Traum einer Füchsin zu haben. Okay. So still hier, die Musik fehlt. Aber hier können wir wieder was ausgraben. My dad was super supportive with my college plans. To a point. Things were okay until this terrible accident happened. I guess a forklift flipped over due to a bad axle and it crushed one of the workers there. My dad didn't eat for days, even though he wasn't directly involved. It devastated him. Not only did it hurt the business, but it just freaked him out. He would talk in his sleep, muttering things about firing people and saying sorry. One fateful day, he approached me, said that since my school search wasn't going well, I should finally be a man and take over the family business. He said one day he was going to die, and that all of his work, sacrifice, and even that man's life would be wasted in vain. I just lost it.
teenage me just exploded at the thought. I screwed up. I said things I shouldn't have. He was having a crisis, and I pretty much spit in his face. Ja, manche Dinge versteht man erst mit einem gewissen Alter, das ist leider so. Was heißt leider? Ich würde es nicht mal als leider sagen. Okay. Da ist ein Haus. Ein vollständiges Haus. Ja. Ist es das Haus? Das Haus oder nicht? Ich habe ja eigentlich gedacht, dass die Geschichte schon fertig erzählt ist, dass sie jetzt noch so lange weitergeht. Da bin ich ein bisschen überrascht tatsächlich. Im Positiven aber. Die Spannung ist auf jeden Fall da. Ich möchte wissen, was es noch zu erzählen gibt. Wie komme ich da hoch? Da hinten wahrscheinlich, ne? Da hinten scheint es noch ums Eck zu gehen. Und da sehe ich wieder was. Ah, guck mal, hier hinten. Gibt noch zwei Sterne. Die hole ich einfach noch kurz, weil sie... Ja, sie liegen nicht auf dem Weg, aber ich sehe sie gerade. Ich habe immer noch keine Ahnung, für was wir die eigentlich brauchen. Ob wir die nachher für irgendwas einlösen können oder... wie komme ich da hoch? Ob wir die für irgendwas einlösen können oder... Ich habe keine Ahnung. Da oben, das Haus habe ich ja noch gar nicht gesehen, da oben. Okay. So, 108. 109. Da oben sehe ich wieder zwei. Okay, was ist das? Irgendwie Werkzeug? Ich weiß es gar nicht, keine Ahnung. Also die Verbundenheit zum Wald, die ist schon sehr deutlich auch erkennbar. Das ist ein... Okay, Krankenwagen. Der Unfall wahrscheinlich, den wir gerade gehört haben. So, Moment. Oh, jetzt hänge ich wieder so an der Kante. Moment. Den kriegen wir aber, der ist nicht so schwer zu kriegen. Jetzt, wunderbar. So. Wie komme ich jetzt da hoch? Hier außen rum? Ist das der richtige Weg? Bin mir unsicher. Das könnte aber funktionieren tatsächlich. Das könnte gehen. Ja, das geht. Okay. Jetzt sind wir hier oben. Okay, da haben wir den Gabelstapler. Geht's hier nachher weiter? Okay, da geht's gar nicht hoch. Da haben wir eine unsichtbare Wand. Aber da vorne haben wir noch einen Teil der Geschichte. Ist echt ruhig, so ohne eine Musik. Das ist die Stelle,
zum Nachdenken. Und da scheint es dann weiter zu gehen gleich. Ich nehme nochmal die zwei Sterne mit hier. Uah. Oh Gott. Moment. So, einmal. Das haben wir gekonnt gemacht. So. Und den auch. Wunderbar. Und dann schauen wir mal, was Joseph noch zu erzählen hat. Wo war das? Es war. Wo war das? Hier. Was that the last time you talked to him? No, I called on holidays, and he would call on my birthday. I guess we acted like nothing ever happened, which was stupid. Didn't want to ask about his lumberyard, and I'm sure he didn't want to ask about my job search. I never went back and visited. I think the last conversation we had was about what movies we had seen, and what exactly a best boy is in the credits. I thought he would be here so much longer. Okay, da hinten scheint wieder ein besonderer Baum zu sein. Ich glaube, das ist unser Ziel. Ja, es ist traurig, das eigentlich als letztes Gesprächsthema noch zu haben. Aber man weiß es ja nie, wie das Leben so verläuft. Man kann natürlich nie voraussagen, was morgen passiert. In the distance, the first tree illuminated the wasteland. She couldn't go home anymore. She did the only thing she was capable of. Moving forward. My dad died alone in the middle of the wilderness. I should have been talking to him more. I should have done a lot of things differently. If the first tree on earth brought life with it, if it taught the birds to sing and fly and showed saplings how to grow, what could it do for us? There was a letter I received yesterday from a name I didn't recognize, with a quote I can't stop thinking about. Death is not the opposite of life, but a part of it. More and more, I'm realizing one important truth. Each of us have our own journey to the first tree. But sometimes, I'm not sure I'm ready to take that first step. You already have my love. Tja, besser hätte ich es nicht machen können. Da muss ich nicht mal denken. So, da war gerade wieder so eine Wand. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Rennen kann ich nicht. Aus Gründen, die natürlich nachvollziehbar sind. Wo muss ich hin? Muss ich da hoch? Ich muss wahrscheinlich näher zum Baum ran.
sind wir. The first tree. Wir haben den ersten Schritt getan. Der erste Baum erwacht und fragt behutsam, ob die Füchsin eine letzte Nachricht an ihre Kinder hätte. Sie antwortet. Okay, und jetzt erschließt sich mir auch, für was wir die Sterne hier haben. Wir können 119 Buchstaben wahrscheinlich schreiben. Das würde ich jetzt tatsächlich gerne nicht im Video zeigen, sondern ich möchte es jedem ans Herz legen, einfach mal selbst überlegen, was er hier reinschreiben würde, welche Botschaft das wäre. Das ist mir im Moment echt wichtiger, als der tiefe Drang von ein oder anderen vielleicht den Zuschauer zu wissen, was ich da jetzt reinschreibe. Aber mir ist es wichtiger, dass sich jeder mal Gedanken macht und hier die richtigen Worte findet. Und deswegen möchte ich die Folge an dieser Stelle beenden und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Überlegt einfach mal ein bisschen.